Ja, liebe Freunde, wir haben jetzt 19 Uhr und 15 Minuten und die Auszählung der Listenplätze 25 bis 30 läuft. Jetzt ist die Überlegung, wir haben es hier oben im Bundesvorstand besprochen, auch mit den Versammlungsleitern besprochen, wie machen wir weiter? Wir haben ja in dem Verfahrensantrag ganz am Anfang unserer Versammlung beschlossen, dass wir bis Platz 20 im Einzelwahlverfahren vorgehen und dann ab Platz 20 jeweils Fünferblöcke wählen. Den zweiten Fünferblock bearbeiten wir jetzt gerade, sodass wir, wenn wir fertig sind, 30 Vorschläge hätten. Jetzt ist die Frage, die sich mir aufdrängt und nicht nur mir aufdrängt, reichen 30 Plätze? Ja, das kann man so und so sehen. Es gibt wahrscheinlich viele, die sagen, wir stehen jetzt bei 22%. Das wird so bleiben. Dann haben wir ungefähr 22 Abgeordnete. Dann gibt es die miese Petrigen, die sagen, ja, das wird sowieso weniger. Mehr als 15 kommen sowieso nicht rein. Und dann gibt es die Optimisten, so wie mich beispielsweise, die sagen, Leute, es könnte ja sein. Ja, man muss ja so einen kleinen Spannungsbogen aufbauen. Also, und dann gibt es die Optimisten, offenbar nicht nur wie mich, aber auch viele andere, die sagen, vielleicht werden es ja noch ein paar Prozentchen mehr. Es ist ja so, ich glaube, wir haben 95 oder 96 Abgeordnete im Europäischen Parlament als Deutschland. Also, dass ungefähr ein Prozentpunkt einem Abgeordneten entspricht. Wenn ein paar Kleinstparteien nicht reinkommen, könnte sich das Verhältnis sogar noch ein bisschen ändern. Also, ich persönlich halte wirklich 30 für zu knapp. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich plädiere dafür, dass wir jetzt die Zeit der Auszählung nutzen, mal zu sammeln, wer für die Plätze 30 bis 35 zur Verfügung steht. Die Leute, die dann sich melden, die Kandidaten, die sich hier melden, sollten natürlich jetzt wissen, dass die Wahrscheinlichkeit eher gering ist. Es gibt ja auch keinen Zwang. Es gibt ja auch keinen Zwang, die 7 Minuten Vorstellungszeit auszunutzen. Man kann ja auch ein bisschen kürzer reden. Aber ich würde sagen, besser, wir machen noch mal 5 obendrauf, als dass wir dann hinterher... am Wahlabend dastehen und sagen, da hätten wir doch noch 5 von uns unterbringen können im Europäischen Parlament. Deshalb Deshalb hätte ich gerne, dass wir jetzt die Eröffnungsrunde 30 bis 35 eröffnen mit der Bitte an die Kandidaten, persönliche Bitte von Stefan Brandner, nicht um die 7 Minuten auszunutzen, aber die Liste von uns voll zu bekommen. Vielen Dank.